So stellt man sich das Radeln doch eigentlich vor. Gemütlich über die sanften Weinberge des Chianti gleiten, die warme Herbstsonne genießen und nach ein paar Kilometer in die Taverne. Ein Glas Wein, eine Pasta. Ja. Das hätte alles so schön sein können. Aber dann hättest du dich halt nicht anmelden dürfen, Schmidt. Gell? Hätte. Dingsbums. Kette. Passeggiando in bicicletta con te. Heute in der Freizeit, der vielleicht größte Flohmarkt der Welt für eure Radl. Also da nichts zu finden, fast unmöglich. Und Wadeln, Wein und Wolle, das bekannteste Retro-Radrennen startet in der Toskana. L'Eroica, die Heldenhafte. Ja. In 3 Tagen, ja, da soll da der Teufel los sein. Da wollen sie dann alle dabei sein. Ja. Dann ist das hier wie Woodstock. Erst wenige, dann der Wahnsinn. Im Zeitalter des Elektrobikes drehen Sie hier das Rad der Geschichte zurück. In die goldenen 70er und 80er Jahre. Im Prinzip ist alles Moderne verpönt. Willkommen im Zeitalter von Stahl, schmalen Reifen und Wolltrikots. L'Eroica. Das ist quasi so, wie wenn man als Hobbysportler bei Olympia mitmacht. oder als so Cityradler, wissen Sie, so in der Stadt, plötzlich einmal schnell Tour de France fährt. Und das Schöne bei dem Rennen ist, es gibt nur Sieger. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es jedes Jahr Tausende von Radlern daher schwappt. Wohin? Dahin. Mittlerweile gibt es ja auf der ganzen Welt historische Eroica-Radrennen. Angefangen hat aber alles in Italien, in der Provinz Siena, in dem kleinen 3000-Seelenort Gaiole. Und wer hat es erfunden? Nein, es war ein Italiener. Ein Arzt aus Gaiole. Giancarlo Brocci. 1997. Da drin. Mit der Idee der Eroica wollen wir die Bewunderung für alte Fahrräder lebendig halten. Als Kinder und Jugendliche haben wir Fahrräder geschenkt bekommen, mit denen wir die ersten Ausflüge machten und hinaus in die Welt wollten. Die Idee war, die alten Werte des Radsports zu feiern. Die Art des Sports, die die Leidenschaft einer ganzen Generation, der Generation unserer Väter, wecken konnte. Die Eroica zeigt gerade auch jungen Menschen das ehrliche Radfahren. Unsere Regeln zwingen sie dazu, echte Erschöpfung zu spüren. Echten Hunger, echten Durst und die Magie der Müdigkeit. Sie testet deine Grenzen. Die Eroica macht diese große Leidenschaft für junge Leute attraktiv. Lasst uns also alle zusammen dieses fantastische Festival genießen, um die Schönheit der Erschöpfung und den Nervenkitzel der Aufgabe zu erleben. Das ist quasi ein Rennen für jedermann. Ja? Ja, zum Beispiel für die, die einmal im Jahr ihr Radl rausholen, sauber aufpolieren und dann mit dem Prunkstück quasi mitfahren. Colnago. Vergoldet. So ganz allein. Ja, oder man hat ein Radl, wo es noch ein bisschen fällt. Ja? Ist auch kein Problem. Kann man nämlich ein bisschen herrichten lassen.
beim Karube. Ja, geht auch. Ja, oder es ist jetzt so wie bei mir. Man hat noch kein Radl, also nicht so eins. Ja, und möchte aber trotzdem mitfahren. Auch kein Problem. Man kann sich nicht mehr welche ausleihen. Einmal im Jahr machen hier Vater und Sohn über 200 historische Fahrräder fit für die Eroica. Das Ausleihen kostet 120 Euro. Ciao, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve. Piacere, Alessandro. Massimo. Voleva noleggiare una bici? Poi l'Eroica. Ok, adesso queste bici che abbiamo qua sono tutte noleggiate per il momento. Also, viele Radl sind schon im Vorfeld reserviert worden. Aber natürlich hat der Alessandro auch noch Modelle für Kurzentschlossene. Wie mich. Una bella Bianchi. Das fährt ja fast von der Luft, so wie das ausschaut. Okay. Vieni, prova. Proviamo i freni. Premi. Freni vanno bene. Oh, frena dietro. Perfetto dietro. Ok. Perfetta. Sì. Perfetta per te. Perfetta. Perfetta. Buona fortuna per domenica. Ok. Ok. Grazie, grazie. Prego. So. Passt. Gut angemessen. Die Sprache kenne ich. Jetzt steigst du mal drüber noch übers Oberrohr. Wegen der Gräs, oder? Wegen der Gräs. Sowas. Und? Optimal. Passt das? Ja. Rahmengröße wäre dann? 56, schätze ich. 56er. Gut. Jetzt tust du noch einen Ellenbogen da ansetzen. Da her. Du müsst da zum Fahrbau fahren. Und wenn das stimmt, dann ist das? Ist der Fahrbau okay. Passt also auch. Jetzt brauchst du nur ein Trikot, dann geht's. Dann geht's. Ja, richtig, weil ein paar Regeln gibt es ja schon, gell? Die man beachten muss bei dem Rennen. Dass man zum Beispiel nur aufs Radeln aufguckt. Ja, gut. Das ist, glaube ich, die besondere Form, gell? Chillest. Geschützt gibt's bloß nur bei den Radl. Sattel. Ah, ja, ganz schön bunig da. Aber gut. Hat ein bisschen ein Gewicht, gell? Ja, man ist ja Stahlrohrrahmen. Da mit Sattelrohr, Oberrohr, da mit den Wäscheleinen, freiliegende Battenzüge. Das Unterrohr mit der Schaltung. Das kenne ich ja noch von früher. Das sind so die Regeln, gell? Also im Prinzip alles vor 1987. Mit das machst du schon, ehrlich. Es ist voll geworden in Gaiole. Liegt auch daran, dass es hier den vielleicht größten Flohmarkt für klassische Fahrräder, Zubehör und Originaltrikots gibt. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Naja, also Schmidt, da werden wir doch ein regelkonformes Gewand für morgen finden für dich. So was, hä? Aber das ist schon sehr schön hier, das ist schon sehr lustig. Aber ist halt Wolle. Hast du eine Wolldeckung nochmal, oder? Servus. Max, habe ich dir. Ist ja Wolle, gell? Ja, Wolle, aber hat seine Berechtigung. In der Früh, wenn es kalt ist, ja, wärmt es dich. Du schwitzt natürlich, mag vielleicht nicht so angenehm sein, aber beim Runterfahren ist das nicht vollgesaugt. Ach so. Damals hat man das so gehabt. Ist das Baumwolle oder ist das Schurwolle? Das ist richtige Wolle, Lana. Ich muss ja quasi Wolle anziehen. Das ist die Auflage hier. Das ist die Auflage. Das oder das? Ich dachte ja das nehmen. Das Grüne nehmen. Das Grüne, gell? Gut, wenn es Wolle ist, dann ist Wolle, dann schwitze ich halt nicht. Du schwitzt. Gut, dann grün ist die Hoffnung. Lustig. Gangschaltung noch hinten am Radl. So,
Genau, ein Helm fehlt mir noch. Für den schönen Kopf. Wenn du stirbst, verkauft deine Frau deine Fahrräder für den Preis, den du ihr zu Hause gesagt hast. Also das hier für 200 Euro. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Fra i capelli una goccia di vino, qualche faccia rossa da bambino. Fai un fumetto ispirato. Mentre sto. Mit 92 Teilnehmern hat's einmal angefangen. Heute sind's 7.928 ausverkauft. Ja, deswegen am besten frühzeitig anmelden. Geht schon ab Januar und kostet ab 68 Euro für Nichtmitglieder. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ciao. Numero 6, 9, 2, 4. 7, 2, 4. Schmidt. Schmidt. Ok, Schmidt. Qui hai una mappa. Con i percorsi. Welche Strecke mal? Okay. 46 Kilometer, 81, 106. 46 Kilometer. Exakto. 160. 106. 209. 209 Kilometer. È lunghissima. Il tuo numero, che lo devi mettere nella tua maglietta. Il tuo numero per la bici. Ans Radl. Il tuo passaporto per l'eroica. Ach so, dann muss man, dass man auch wirklich da war. Con i timbri. Buon eroica, Max. Ja. Buon eroica, ja, genau. Con i brauchen. Gut, dann muss ich mir jetzt nur noch entscheiden, welche Strecke das ich fahre. Also, wie lang. Es heißt ja bei der Eroica, den Radsport so zu erleben wie die Helden von früher. Sich selbst zu messen, sich was zumuten. Den modernen Lebensstil einmal beiseite schieben. Ja. Genau, Schmidt. Fahren wir die 209 Kilometer. Hä? Ja, genau. 130, 80 Kilometer. Nein, ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich möchte ja auch kommen. Weißt du, was wir machen? Wir fahren 46 Kilometer. Das ist eine schöne Runde. Das ist genau das Richtige für uns. Wegen die 40 pumpe ich nicht auf. Jetzt haben wir die 80er. Die 80er, ja, klar fahren wir die 80er. Helden? Die 40er. Nein, ich war ja kurz vor der. Aber wegen der Dings, dass wir die 209 fahren, oder? Ist er schon wieder weg? Dieser Bernd, hä? Naja. Gut. Dann fahren wir halt die 80er, gell? Hab ich gerade gesagt, gell? Dass wir die 80er fahren, gell? Gut, Schmidt, dann gut's. 81 Kilometer, 1560 Höhenmeter, 6 bis 8 Stunden im Sattel. Und das alles im Wolltrikot. Ja, dann gute Nacht, Schmidt. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so früh aufgestanden bin heute. Nein, ich weiß schon, weil ich ja quasi mit denen alle jetzt mitfahre. Ja, da ist ja. Ja, da ist ja wieder dieser Bernd. Ja, gut. Dann gibt es jetzt also kein Zurück mehr. Buongiorno. Buongiorno. Sì. 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Grande scaccato! Segnati una rampa! Gut,
So gehört sich das. Unsere Hochzeitsreise. So in der Früh? Also ist schon kalt noch. Also saukalt eigentlich. Aber hilft ja nichts. Das geht ja alles bergab. Lieber Heiland. Dann geht's ja auch wieder bergauf. Schon ein paar Kilometer nach dem Start hat es das Schaltwerk vom Hinterradl erwischt. Ja, aber nicht von mir, sondern von einer Radlerin aus Großbritannien. Haben mir aber alles wieder hingebracht. Maybe it works. See you at the top. Ja, yeah. Latest. Ja, man hilft sich heute, gell? International. Ah. Das ist sehr lustig. Ich glaube, dass das ein Zwischenstopp ist. Hä? Das ist ein kleiner Abschnitt. Ein kleiner Abschnitt? Ja. Darf ich den trinken? Ist aber nicht Doping, gell? Ab Broglio sind wir dann miteinander gefahren, der Bernd Asbeck und ich. Der 61-jährige Polizeibeamte aus München war als Jugendlicher bayerischer Ringermeister, bis ein Knieschaden seine Karriere beendete. Der Arzt empfahl ihm damals, fahren's doch lieber Rennradl. Das ist jetzt 36 Jahre und 100 Stahlräder her. Heute hat der Altmetaller, wie sie sich übrigens selber nennen, immer noch 10 Stahlräder im Keller. Bei der Eroica fährt er mit seinem Olmo aus dem Jahre 1980. Jetzt ist es ruhiger, oder? Schotterstraße? Jetzt ist die Strada Bianca. Das ist das Typische für die Ausfahrt. Ach so, weil das ist sozusagen der Geist der damaligen Zeit, der Helden. Ja, so sind die vor 50, 70 Jahren darunter. Und das ist natürlich schwierig. Aber das wollen sie nicht hören, das bleibt da so, gell? Die wollen das erhalten, ja. Das ist ein Teil von dem Gate für das Rennen. Fließt in den Haltestrecke. Damit es Schotter bleibt. Damit wir nächstes Jahr da genauso runter. Sag mal, das Quietschen hört von euch keiner, hä? Ja, gut. Unser nächstes Zwischenziel ist Radder. Und ich sag's einer, das Bergab ist für die Finger mindestens genauso anstrengend wie das Bergauf für die Wadeln. Ja, die Straßen sind übrigens nicht abgesperrt. Insgesamt fahren der Bernd und ich 35 Kilometer Asphalt und 46 Kilometer Strada Bianca.
höchste Belastung für Fahrer und Radl. Deswegen gibt es unterwegs einen Meccanico Carabinieri. Das ist sehr komfortabel. Du hast jemanden immer vom Service dabei. Der wartet und wenn irgendwas ist, hilft er dir. Bis du das Werkzeug auspackst und suchst, was brauchst du einen Schlüssel, der hat das im Auge. Wenn man mal eine Panne hat, bleiben alle stehen, helfen zusammen. Keine Einzelkämpfer unterwegs. Das ist das Schöne eigentlich, ja? Wie viel haben wir jetzt ungefähr? 25 Kilometer. 25. Ja. Haben wir noch ein bisschen. Gut. Packen wir's. So, dann. Also, auf den alten Radl, ohne Federung, ständig Schotter, da spüren sie wirklich an jeden Stor am ganzen Körper. Ich will ja gar nicht drüber nachdenken, wenn es noch batzig war. Also, die Bremsen nicht funktionieren. Obwohl, bei Sonnenschein ist auch nicht einfach. Sie wissen schon, wegen dem Wolltrikot. Was dann schon erstaunlich ist, A, dass ich nicht kaputt gegangen bin bis jetzt, und B, dass die Radl auch noch halten. Ich meine, die sind ja schon 40, 50, 60, 70 Jahre alt. Unvorstellbar, wenn du die dünnen Reifen anschaust und die dünnen Rähle, dass die ja den Schotter und diese Löcher aushalten. Ja, ich meine, das sind Stahlrahmen, das ist ja alles alt, Bremsen und so weiter. Haben wir die alles mit der Hand gemacht, weißt du? Das ist nichts maschinengefertigt. Ja. Ja, den ein oder die andere erwischt es halt dann doch immer wieder auf der Strecke, so wie die Katrin aus Niedersachsen. Bist du schon mal mitgefahren, Katrin? Ja, das ist das dritte Mal. Dritte Mal? Das erste Mal eine Panne. Ja. Respekt. Es gibt ja andere auch, also wo nur der Schlauch ist, oder? Also die Schlauchreifen quasi. Das ist ein Drahtreifen. Ein Drahtreifen. Auf Fängen auf. Alte traditionelle war eigentlich draufkleben. Aber das ist natürlich noch aufwendiger, weißt du? Und wenn da was passiert, musst du den ganzen Reifen mitnehmen. Ah ja, stimmt auch wieder, gell? Ja, um einen Schlauchreifen wieder optimal herzurichten, dauert es viele Stunden, bis halt der Kleber richtig trocken ist. Das war und ist immer noch brutal aufwendig. Da ist es mit dem Drahtreifen schon deutlich einfacher. Den wechselt der Bernd in 10 Minuten. Viel Spaß noch. Ja, 4 Stunden im Sattel ist langsam nicht mehr die Gaudi-Tour vom Anfang. Und der Anstieg von Radar ist brutal, sag ich einer. Wie hat der Giancarlo gesagt? La bellezza della fatica. Die Schönheit der Erschöpfung. Ich hab bloß Essen verstanden. Finita bottiglia. Finish. Ohne die, den letzten Anstieg? Hätte ich nicht geschafft. Ja. Reserven, Max, hat man. Das kennst du noch gar nicht. So meinst du. Haben wir Halbzeit jetzt, oder? Tschüss. Es ist eine gute Mischung zwischen bergab, bergauf und zwischen Schotter und Asphalt. Aber dann wieder bergauf. Und dann wieder bergauf. Aber es ist so, was ich schön finde, ob trainiert oder nicht, jeder ist dabei. Gell? Dann gehen wir zu Fuß oder schießen an dir vorbei, alles dabei. Und alle sind freundlich. So ist es. Und zufrieden. Und hungrig. Leroyka, zweiter Teil. Packen wir es, oder? Gut, dann. Oh Gott, wieso bin ich überhaupt abgestiegen? Oh, viel besser. Oh. Die Strecke von Radar nach Volpaia, ja, die hat mich fertig gemacht. Aber nicht nur mich.
mondiale. Grazie. Le bollette. Ich sag's einer, spätestens ab jetzt war es nur noch der Wille, der einen weitergeschoben hat. Ich spüre meine Hände nicht mehr. Meine Hände sind kaputt. Ich kann nicht mehr bremsen. Ich glaub, dass ich den Lenker gar nicht mehr loslassen kann. Glaube ich ganz persönlich. Aber du, wegen die Trikots, das funktioniert. Also ich hätte gemeint, dass das schlimmer ist und kratzt und Zeug und Klump, aber das sind... Denkt man nicht mehr dran, gell? Aber das sind schon original alte Trikots, oder? Absolut. Das war ja 79 das erfolgreichste Team. Der Merckx. Francesco Moser. So ist es, der Moser Francesco. Und heute fahr sie ebenso erfolgreich. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia. Ja, sag ich sie mit. Gib mir mal einen, der ist nur schneller. Ich spüre meine Hände nicht mehr. Ich spüre es einfach nicht mehr. Was die geleistet haben früher, das ist schon echt wahnsinnig. Geil, Ole! Ohne dich war ich schon längst dunkel. La bellezza della fatica, die Schönheit der Erschöpfung. Ja, sieht man meistens erst im Ziel. Aber es hat sich alles gelohnt. Ah! Ah! Jetzt muss ich ein bisschen.